Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Diesmal möchte ich eine Schale gestalten und hierfür verwende ich die Ripped Tray Mold von Molds & Shapes. Ist die Tablettform, die M-Größe. Ja, und ich fange dann auch direkt an, mein Harz zu mischen. Das Harz, was ich verwende, ist das Ultracast. Das habe ich angerührt. Es ist ja jetzt etwas kühler in der herbstlichen Jahreszeit. Und da habe ich das Ganze in einem Wasserbad angemischt. Habe das Ganze ja einige Minuten umgerührt, ganz langsam. Und dann nochmal so 3-4 Minuten stehen lassen. Und dann fange ich an, meine Farben zu mixen. So, das ist jetzt die Pigmentpaste. Das Blackout ist auch von Etta Art. Und hinzu nehme ich das Molotov. Das ist ein Superschiff von Dippon. Und das hat so, das geht so ins kupferfarbene Grün und ja, so bärenhaftige. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe. Und das ist meine erste Farbe. Die zweite Farbe, dann nehme ich das Angel White von Le Rest. Das habe ich ja von der lieben Laura von Laura's Art Corner erhalten. Das mixe ich mir in mein kleinen Becherchen. Ich habe das jetzt nicht zu opak, dann ja, mache ich mal eben den Spachtel sauber. Nehme ich von Dippon, das ist so ein braun-beige-Ton, auch eine Pigmentpaste. Das mixe ich dann in mein Weiß, damit ich so einen richtig schönen cremefarbenen Ton erziele. Rühre das Ganze noch mal richtig gut durch und dann nehme ich mir das White Sparrera, das ist das Interference Gold von Laura's Art Corner. Ich werde Laura's Art Corner und Molds & Shapes in meiner Beschreibungsbox verlinken und da habt ihr dann auch die Rabattcode. Müsst ihr einfach mal schauen. Also Molds & Shapes, die haben echt einmalige Formen. Schaut einfach mal vorbei. So, und das, was ich euch gerade gezeigt habe, das ist das Regal Red Glass, das Glasglitter von Laura's Art Corner. Das mixe ich mir dann nachher zurecht. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder Klebeband nehmen und so ein bisschen meine Form sauber machen. Da sind immer noch Staubreste. Habe die Form jetzt auch schon einige Zeit nicht verwandt. Ich hatte die vorher schon gut sauber gemacht, aber irgendwie ist dann doch immer noch mal das ein oder andere in der Form drin. So, jetzt bedecke ich mir den Boden meiner Form mit dem klaren Harz. Das mache ich ja immer gerne, um auch schöne Effekte zu erzielen. Auch da pule ich mir dann noch so einige Luftbläschen heraus. Ja, es dauert immer etwas. Aber ich habe gedacht, ich zeige euch den ganzen Prozess. Das Ganze ist natürlich auch beschleunigt. Mal kurz mit dem Heißluftföhn bitte, bitte sehr vorsichtig sein, gerade wenn ihr nur eine dünne Schicht gegossen habt. Und noch die restlichen Bläschen. Und dann kann es auch schon gleich losgehen. Und ich fange mit meinem Schwarzmix an. Ich gieße dann von relativ hoch in einem sehr dünnen Strahl am Rand von der Form. Ja, ich bin immer etwas vorsichtig mit dem Schwarz, dass das Schwarz nicht ganz so überhand nimmt. Dann nehme ich mir meinen cremefarbenen Mix ja, ich muss noch mal eben kurz durchrühren, weil da doch noch ein paar Puderstückchen waren und dann gieße ich am Rand von dem Schwarzen
auch von relativ hohen Abstand. Und dann nehme ich mein klares Harz. Ja, mal eben noch ein paar Bläschen da rausholen. Mein klares Harz und schubs das Ganze richtig an den Rand, sodass das Harz dann hinterher gut arbeiten kann. Ich habe die Form jetzt nicht ganz bis oben hingefüllt, weil ich jetzt noch ein bisschen von meinem Schwarz und auch von dem Beige-Ton noch reingieße, sodass mir das Ganze nicht dann überschwappt. Also erstmal wieder das Schwarz. Und den Beige-Ton. Bin echt gespannt, wie die beiden Farben so miteinander harmonieren und was für Effekte ich erzielen kann. Es ist immer wieder spannend mit Harz. Man weiß halt nie, was wirklich rauskommt. So, und jetzt nehme ich mir meinen Glasglitter, dieses Regal Red Glass von Laura's Art Corner. Und erst wollte ich das direkt in meine Form geben, aber ich mixe mir das doch lieber mit ein bisschen Harz an, dass ich dann eine relativ dicke Masse habe. Ja, vermenge mir das mal eben. Und dann kann ich das in die Mitte reingeben. Ja, und dann nehme ich mir noch so ein bisschen von dem klaren Harz und träufel das so ein bisschen über das Glasglitter, damit sich das Ganze noch so ein bisschen austeilt, ausbreitet. Nochmal kurz mit dem Bunsenbrenner diese feinen Mikrobläschen wegmachen, dieser Schaum, der sich an der Oberfläche bildet. Und dann brauche ich jetzt einfach nur mein Harz noch weiter auf. So hat das Harz auch noch ein bisschen mehr Farbe, um zu arbeiten, um die Effekte zu machen. Ja, und dann kommt auch gleich schon mal eine Nahaufnahme. Das ist so ungefähr 40 bis 50 Minuten später. Und das Harz hat sich richtig schön in die Mitte gezogen. Ich hoffe, dass es noch komplett schließt, dass ich da keinen weiß, durchsichtigen Rand habe. Aber mal schauen. So, und das ist jetzt der nächste Morgen. Das sind so 16 Stunden ungefähr, nachdem ich gegossen habe. Es ist schon relativ ausgehärtet und ich hoffe, dass ich das wirklich noch gut in meine Schüssel bekomme, reingedrückt bekomme. Aber erstmal lasst uns mal schauen, was ich da mal wieder verzapft habe. Und das ist die Rückseite und schaut mal. Doch, ich bin sehr zufrieden mit den Effekten. Also im Hintergrund mit dem dunklen und mit dem vielen transparenten Harz. Ja, es hat schon sehr viel Tiefe, doch gefällt mir sehr gut. Und vor allen Dingen der Color Shift im Hintergrund ist richtig toll. So. Ich hoffe, dass ich das Ganze auch gut in Bild bringen kann. Schaut mal, so im Hintergrund. Das sieht so nach Kupfer, nach Bärenfarbe aus, aber man sieht auch grün. Aber ich kann es mit der Kamera nicht ganz so gut auffangen. So, ich kann am nächsten Abend, ich bin dann von der Arbeit gekommen, kann ich meine Schale aus der Schale holen. Und schaut mal, sieht von beiden Seiten sehr, sehr schön aus. Doch, ich bin sehr zufrieden. Sie ist auch relativ gleichmäßig. Manchmal habe ich das Problem, dass ich die nicht richtig mittig in meine Schale drücke. Aber diesmal ist es mir ganz gut gelungen und ich bin echt super zufrieden. Schaut euch das mal an.
Schaut euch mal die Effekte an im Hintergrund. Crackle, Web und dann die schöne Mitte. Die Super-Shift-Farbe. Doch, ich bin sehr, sehr froh. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Und ja, ich würde mich über einen Kommentar freuen, über einen Daumen hoch, über ein Abo, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und ich sag mal bis dann, eure Petra. Tschüss.